Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Sendung von Dimitri sagt. Heute wollen wir das Ganze mal ein bisschen anders angehen und uns statt kalter Theorie einfach mal heißen Fakten widmen. Ich bin da über einen Datenfall im Internet gestolpert, die sehr gut verdeutlicht alle Elemente, die dazugehören. Und das möchte ich heute einmal vorstellen. Es geht um das typische, ich locke Leute in ein Gewinnspiel, damit die in der Hoffnung, dass sie etwas ganz Tolles bekommen, ihre Daten preisgeben. Und da wir ja alle wissen, dass Callcenter nicht um Doktoren, um Ingenieure, um Anwälte, um Astronauten bullen, sondern sich möglichst schwache Zielgruppen, die für ihre Manipulation empfänglich sind, heraussuchen, haben die sich hier für das Thema Game of Thrones entschieden. Viele von euch werden die beliebte Fernsehserie kennen. Sie wird hauptsächlich, nicht nur natürlich, von jungen Menschen geguckt. Und junge Menschen sind oft aufgrund von Unerfahrenheit, mangelnder Lebensweisheiten, mangelnder Aufklärung in Schule oder zu Hause, eben sehr empfänglich für diese Arten von Betrug. Welcher junge Mensch hätte nicht gerne ein iPhone? Kann sich vielleicht nicht leisten, ist vielleicht noch nicht alt genug, um einen Vertrag zu machen, und dann guckst du, hey, hier kann ich mit meinem Wissen über Game of Thrones, meine geile Serie, ein Handy gewinnen. Ganz schön perfide. Traurig ist hier, dass das auf der Game of Thrones Fans eine Facebook-Seite gepostet wurde, die zu Erstellzeitpunkt von diesem Video 13.500 Abonnenten hat. Heißt dadurch, dass hier die Ersteller von dieser Seite auch darauf reingefallen sind, haben die mit großer Sicherheit sehr, sehr, sehr viele junge, unschuldige Menschen in diese Datenfalle hereingeloggt, die jetzt dazu führt, dass die über E-Mail zugespammt werden, dass die tausende Anrufe kriegen von kalter Verkauf bis Hardcore-Betrug. Und es ist einfach wichtig, dass die Menschen darüber Bescheid wissen. Wir werden jetzt gleich im Anschluss einmal komplett durchgehen, wie das genau funktioniert, wo die Haken sind, wo die Fallen sind, wer dahinter steckt, damit ihr die Möglichkeit habt, solchen Fallen aus dem Weg zu gehen. Und was ich gerade bei diesem Thema sehr wichtig finde, da ist hier ganz offensichtlich auf junge Menschen, Jugendliche, vielleicht sogar Kinder abzielt. Sagt euren Geschwistern Bescheid, wenn ihr junge Geschwister habt, sagt euren Freunden Bescheid, zeigt es vielleicht auch nochmal euren Eltern, dass die Bescheid wissen. Einfach Menschen sensibilisieren für dieses Thema, weil jeder, der das gesehen hat, der wird da drauf nicht reinfallen. Wir müssen den Leuten klar machen, es hat niemand etwas zu verschenken. Niemand gibt einfach iPhone raus, weil der mag Game of Thrones, sagt, hier hast du iPhone. Ich sage auch, ich mag Wodka, ich verschenke keinen Computer oder ein Auto, vielleicht mal ein Ziege. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie das Ganze aussieht. Seid ihr bereit? Here we go. Tada, Gewinnspiel Game of Thrones. Wissen Sie viel über Game of Thrones? An dieser Stelle muss ich zur Ehrlichkeit sagen, ich kenne Game of Thrones nicht, ich bin kein Fan der Serie. Von daher werde ich von diesen Frage 1 von 3 bestimmt nicht alle richtig beantworten, aber ich kann euch jetzt im Vorfeld schon sagen, egal welchen Quatsch ihr anklickt, selbst wenn hier Donald Duck stehen würde oder hier unten Adolf Hitler, es wäre immer die richtige Antwort. Weil wenn diese Leute Kunden quasi ausschließen, weil sie eine falsche Antwort geklickt haben, fällen ihnen Datensätze. Heißt, hier kannst du machen, was du willst, du wirst immer Gewinner sein. Ich zeige euch jetzt einfach mal, indem ich hier einfach mal klicke. Wie heißen die Drachen? Keine Ahnung, aber hier steht Draco, ich mag Mr. Malfoy, der ist genauso böse wie ich, werde ich drauf klicken. Unsere Schwerter sind geschärft. Keine Ahnung, ich sage einfach mal stark, weil Dimitri auch stark ist. Und dann wollen wir mal gucken und ich benötige nur 10 Sekunden. Blöd. iPhone 7, Zucker, werden jetzt viele Leute denken, die das ausfüllen. Antwort verifizieren. Richtige Antworten, super. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde auf die Gewinnerseite weitergeleitet. Oh, jetzt habe ich ja schon so gut wie gewonnen. Jetzt kann ja nur klappen. Oh, hoffentlich lädt das nicht so lange. Bitte, bitte. Macht seriöser Eindruck, dauert lange. Oh, ganz schöne Seite. Das neue iPhone 7 Plus von Apple, jetzt gewinnen. Teilnahme 100% gratis, geile Nummer. Und jetzt seht ihr auch mal, wie auf so einer Seite Druck aufgebaut wird. Hier steht jetzt nirgends mehr irgendwas von Game of Thrones. Keine Drachen, keine Ritter, keine Schwerter, kein Schwertthron, nichts mehr. Das Einzige, was du jetzt noch siehst, ist das, was dich dazu bringen soll, ganz schnell das auszufüllen. Hier oben läuft so ein Timer ab. Und hier unten steht, es sind 18 Besucher auf der Seite und nur ein Gewinn vorhanden. Das setzt Menschen unter Druck, die denken, blöd, ich muss mich beeilen, ich bin der Letzte. Und jetzt werden wir gleich sehen, was passiert, wenn diese Uhr hier oben abgelaufen ist. Schöne Zeiger, ich lasse es mal laden und wird explodieren.
gar nichts passiert. Du könntest hier eine Stunde sitzen, da würde gar nichts passieren. Aber dieser Druck hier gratis, da läuft das ab, hier sind immer mehr Leute, soll dich dazu bringen, hier ganz schnell deinen Big Dig Dimitri ist supergeil at gmail.com einzutragen. Damit du nicht siehst, Gewinnspielbedingungen, Datenschutzerklärung, Apple ist weder Veranstalter noch Sponsor. Und damit du auch nicht auf die Idee kommst, dir vielleicht mal die Sponsorenliste anzugucken. Sponsoren erteilst du nämlich hier die Einverständnis, dass sie dich anrufen dürfen. Vermeintliche Einverständnis. Weil wie ihr hier seht, kann jeder alles eintragen. Ich könnte jetzt die Adresse von Frau Merkel nehmen, Dalcy Merkel, oder irgendeinen Quatsch da reinschreiben und die Nummer von meiner Ehefrau oder sonst irgendwas. Es ist nicht verfolgbar, dass ich das gewesen bin. Und damit ist das, was die da vermeintlich ableitet, einfach nicht richtig. Wir bestätigen. Big Dick Dimitri ist supergeile@gmail.com. Bitte Fanpost schicken. Ich werde die Adresse machen. Herr, wie heißen wir heute? Hans. No, ich kann nicht wieder Hans Maulwurf schreiben, das kennen die schon. Was nehmen wir denn heute? Hans Thrones. Mal gucken, ob die kennen. Kennen sie nicht. 0172. Ich nehme hier jetzt irgendeine Nummer, weil die wollen Handynummer haben. Bitte dann nicht anrufen, die Nummer gibt es nicht wirklich. Und Geburtsdatum ist auch Bullshit. Ist irgendwie von Herrn Maulwurf von Datum. Und jetzt werden wir einmal bestätigen und damit geben wir denen auch noch recht, Cookie zu setzen. Ich habe das auf eine virtuelle Maschine probiert. Dann kriegst du anschließend, wenn du Seiten aufrufst, manchmal so Pop-Under geht auf, sagt Hallo mit Fanfarenmusik. Du bist Milliardenste Suche bei Google. Du hast auch schon wieder iPhone gewonnen. Musst du auch wieder Gewinnspiel mitmachen. Ist natürlich auch ein Betrug. Schauen wir, was passiert. Inzwischen sind vermeintlich 23 Besucher auf der Seite. Die Zahl variiert immer wieder. So, wollen wir mal gucken. Handynummer konnte nicht validiert werden. Ist in Ordnung, nehmen wir eine Zahl weg und schon hat das funktioniert. Und ihr seht, wir sehen nichts. Nichts von Game of Thrones, nichts, sie haben gewonnen, nicht das und das wird passieren, sondern dir wird gleich der nächste Gutschein vor die Nase geschlagen. Hier kannst du dich jetzt auch wieder eintragen. Großartig. Nächste Datenfalle geht auch wieder an alle möglichen Firmen. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, Gewinnspielbedingungen, das Gewinnspiel Aldanete International Limited, das ist eine Firma aus Großbritannien. Heißt, da kommst du so gut wie gar nicht dran. Großartig, oder? Da ist auch 15. Januar 2018, da hätten sie gleich nächste iPhone verlosen können. Aber ist ja scheißegal. Datenschutzerklärung. Ha, super, haben Sie irgendwo rauskopiert? Und hier sind übrigens die Firmen, denen ihr euer Werbeeinverständnis vermeintlich erklärt. Könnt ihr mal durchschauen, wer ist da alles dabei? Alle möglichen Firmen, Traffic, hier und da, Payback ist da mit dabei, was ich ganz besonders schrecklich finde. Und ihr seht, das sind auch alles Firmen aus dem Ausland. Die wenigsten dieser Firmen sitzen in Deutschland. Und ihr wisst ja auch, wer euch dann anruft. Da sind ja die Callcenter aus der Türkei und aus Bosnien. Seht ihr mal, wie lange diese Liste ist. Hier International Partners. Da weißt du schon mal, okay, was dich da anruft. Das ist so eine lange Liste. Und jeder Mensch, der so naiv ist, sich da einzutragen, weil er denkt, er hat wirklich eine Chance auf ein geiles Handy, wird von jeder dieser Firmen bei E-Mail belästigt, wird von jeder dieser Firmen bei Telefon belästigt und kann von wirklich harmlose Verkaufsversuch für Mickey Mouse bis zu Kreditkartenbetrug von 5D Marketing so ziemlich alles am Telefon haben, was das Internet zu bieten hat. Damit wollte ich euch jetzt einmal in Kurzfassung zeigen, wie so etwas funktioniert. Von Post über Link über Abschicken bis über all das, was ich hier lesen könnt. Es ist krank und traurig, dass das funktioniert und dass das nicht gestoppt wird, obwohl das bekannt ist, weil es seit Jahrzehnten so läuft. Es ist schrecklich. Und ich möchte hier nochmal ganz deutlich sagen, je bekannter das wird, wie die arbeiten, bei Facebook hast du jeden Tag 4, 5 Mal, dass irgendwelche Leute mit Fake-Account solch eine Masche in Umlauf bringen und Menschen das immer wieder aus Gutgläubigkeit oder Naivität teilen. Jeder, der dieses Video gesehen hat und der sich danach vielleicht mal einen Anruf hier anhört und weiß, was dann kommt, der wird bei diesen Sachen nicht mitmachen. Der wird bei diesen Sachen definitiv nicht mitmachen.
Es sei denn, der hat Bock, die Leute zu verarschen, dann wünsche ich euch viel Spaß und macht bitte YouTube-Kanal damit. Ihr könnt mir bitte jetzt unter diese Videos schreiben, möchtet ihr solche Aufklärungsvideos haben? Dann werde ich das öfter machen, weil es gibt viele Maschen. Und wenn man sich das einmal in Detail angucken kann, quasi live, wie Dimitri hier seinen heiligen Computer opfert, um das einmal zu zeigen, dann ist die Chance gering, dass man da selber drauf reinfällt, weil die Merkmale immer die gleichen sind. Also bitte einmal drunter schreiben, sollen wir das weitermachen? Wenn ja, in welcher Form? Was würdet ihr euch wünschen? Bitte berücksichtigt, das ist das erste Mal, dass ich ein richtiges Video mache. Also wenn irgendwie bei Bildschirm oder Tonqualität nicht so gut ist, habt bitte ein Nachsehen mit mir. Das ist jetzt einmal ein Probelauf, Generalprobe, ob ihr an so etwas Interesse habt und dann kann man das fortführen. Ich freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank.